Auf der Kirmes. Heute sind Peppa und ihre Familie auf der Kirmes. Ich liebe die Kirmes. Rutsche. Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis später. Dann bis später. Hereinspaziert, fangt das Entchen und gewinnt einen Riesenteddy. Mama, können wir auch mal? Na gut. 2 Euro bitte. 2 Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesenteddy, Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra! Unglaublich. Hier ist Ihr Riesenteddy. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesenteddy. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du darauf willst? 2 Euro, bitte. 2 Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh, es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht 2 Euro, bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh, es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh, also gut. Oh, oh, oh. Hereinspaziert, schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Peppa. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? 2 Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist Ihr Riesenteddy. Hurra! Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. Festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Oh. Puh. Gut, dass es vorbei ist. 5 Riesenradrunden für 2 Euro. 5 Riesenradrunden? Oh nein! Oh! Hereinspaziert! Tretet näher! Messt eure Kraft beim Hau den Lukas! Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke, dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst, aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. 2 Euro. Pech gehabt. Hoho, ich bin stark. Jetzt hau ich mal. Alle Mann zurücktreten. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Du bist nicht so fit. Hoho, ja, Papa Wutz sieht ein bisschen rundlich aus. Was? Ich meine nur, Papa Wutz hat ein klitzekleines Bäuchlein. Geben Sie mir den Hammer. Donnerwetter, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sie gewinnen alle unsere Riesenteddys. Hurra! Mama, können wir die Teddys meinen Freunden schenken? Eine gute Idee. Dankeschön, Peppa. Ach, wie nett. Vielen herzlichen Dank. Der Piratengeburtstag. Klausi Kleff hat heute Geburtstag und er macht eine Party. Ha, ha, ha. Alle sind als Piraten verkleidet. Ho, ho, ho. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hüja! Ahoi auch, ihr Landratten! Das ist Opa Kleff, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Kleff! Nenn mich Captain Kleff! Hallo, Captain
am Cliff. Welchen von euch skorbutgebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Klabauter auf rauer See? Warum redet er so komisch? Das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harr! Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Clef hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wook. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wook stahl meinen Schatz. Oh! Wisst ihr, Captain Wook ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wooks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra! Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich! Vortrefflich! Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein! Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot! Ho, ho, ho! Pia! Und stopp! Zieht eure Schwimmwesten an! Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Oma Wutz. Na endlich! Sind jetzt alle soweit? Herr Captain Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Clef? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Piraten sind wir hier, und stechen wir in See und holen uns den Schatz. Mein Zauber, hoi, juchhe! Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladentaler. Alle lieben Schokoladentaler. Lecker! Aha! Hab ich dich! Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke! Das ist meiner! Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen! Oh nein, hast du nicht! Doch, hab ich wohl! Danke, Captain Wook und Captain Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte, gern geschehen. Oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Klausi. Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Boah. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher an. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los! Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir
Wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh! Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen. Sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein, das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho, schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Bootsfahrt mit Polly Piepmatz. Opa Wutz macht eine Bootsfahrt mit Peppa und Schorsch. Polly Piepmatz fährt auch mit. Opa Wutz, hast du auch dein Handy dabei? Ja, Oma Wutz. Lass es nicht ins Wasser fallen. Nein, Oma Wutz. Ist es denn auch an? Ja, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Da ist Opa Kleff. Ahoi auch. Ahoi auch. Schöner Tag für eine Bootsfahrt. Ich würde auch fahren, aber ich muss mein Boot sauber machen. Warum machst du diesen rostigen alten Kahn überhaupt noch sauber? Ich wundere mich, dass er immer noch schwimmt. Der rostige alte Kahn wird noch schwimmen, nachdem deine Zinnbüchse längst auf den Grund des Flusses gesunken ist. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Volldampf voraus! Wiedersehen! Ich bin der Käpt'n auf dem Boot. Und wenn euch der Käpt'n sagt, was zu tun ist, müsst ihr das auch tun. Ei, ei, Käpt'n! Ei, ei, Käpt'n! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Schorsch, hiss die Flagge! Schorsch, hiss die Flagge! Peppa, läute die Glocke! Peppa, läute die Glocke!
Opa, darf ich mal der Captain sein? Bitte. Okay, aber der Captain muss diese Mütze tragen. Jetzt ist Peppa der Captain und alle müssen tun, was sie sagt. Leute, die Glocke! Dreh am Steuer! Ei, ei, Captain Pepper! Hüpft auf und ab! Pepper übertreibt es ein bisschen. Vielleicht sollte ich wieder der Captain sein. Wir wollen doch nicht irgendwo gegenfahren. Ein Boot zu steuern ist gar nicht so einfach. Zum Glück kann ich aber gut steuern. Oh weh. Das Boot von Opa Wutz ist gegen eine kleine Insel gefahren. Opa, wir sind gestrandet. Ich rufe Oma Wutz an. Sie kann Hilfe holen. Oh. Oh. Opa Wutz ist das Telefon ins Wasser gefallen. Oma Wutz am Apparat. Hallo? 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 Irgendwie müssen wir eine Nachricht zu Oma Wutz schicken. Zu Oma Wutz schicken? Polly kann doch zu Oma fliegen. Gute Idee, Peppa. Und ich bringe Polly bei, was sie sagen soll. Opa Wutz sagt... Opa Wutz sagt... Hilfe! 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 Da seht ihr, ganz kinderleicht. Opa Wutz sagt... Ganz kinderleicht! Du alter Taugenichts! Du alter Taugenichts! Hallo, Polly. Was machst du denn hier? Opa Wutz sagt! Was sagt Opa Wutz denn? Du alter Taugenichts! Oh! Hilfe! Hilfe! Du meine Güte! Opa braucht wohl Hilfe! Opa Clef? Hallo, Oma Wutz. Opa Wutz braucht Hilfe. Kannst du ihn bitte retten? Madame, ich wäre höchst entzückt. Hurra! Ahoi auch. Braucht ihr etwa Hilfe, Captain? Vielleicht. Soll vielleicht mein rostiger alter Kahn euch retten? Ja, bitte, Opa Clef. Hier, fahrt, Captain! Ei, ei, Skipper! Opa Clef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Oma, hat Polly dir eigentlich gesagt, dass wir Hilfe brauchen? Ja, Polly ist ein sehr kluger Vogel. Sag, ich bin ein kluger Vogel! Ich bin ein kluger Vogel! Das Feuerwehrauto. Mama Wutz hat eine Feuerwehruniform an. Mama, warum hast du dich so verkleidet? Ich gehe zu einer Feuerwehrübung nur für Mütter. Ui! Ein guter Vorwand für eine Tasse Tee und ein Schwätzchen. So, was hast du denn heute vor, Papa Wutz? Ich habe ein wichtiges Treffen mit der Fußballmannschaft für Väter. Das sind doch nur große Jungs, die einen Fußball herumkicken. Also, wir wollten auch noch grillen. Da sind Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muh! Kann Papa Wutz rauskommen zum Spiel? Hihi, los geht's. Mama, dürfen wir das Feuerwehrauto angucken? Ja. Oh, prima! Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Hallo, Peppa und George. Wollt ihr mal das Feuerwehrauto sehen? Toll! Feuerauto! Es hat eine Leiter zum Klettern, einen Schlauch zum Wasserspritzen und eine große Glocke zum Bimmeln. Ding dong, ding dong. So, jetzt gehen wir nach oben und halten Ausschau nach einem Feuer. Hallo zusammen! Hallo, Peppa! Hallo, Schorsch! Wie wär's mit einer Tasse Tee und einem Schwätzchen? Das klingt fein! Ui, ein Telefon! Peppa, das ist das Feuerfon! Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt! Ah! Feuer! Feuer! Hier, Feuermache! Wo brennt es? Wo brennt es denn? Kann ich bitte mit Mama Wutz sprechen? Oh, es ist Papa Wutz. Papa Wutz,
Du darfst nicht auf diesem Telefon anrufen. Es ist nur für Notfälle. Es ist doch auch ein Notfall. Ich kann das Tomatenketchup nirgendwo finden. Papa Wutz, soll ich vielleicht mal den Grill anmachen? Ja, bitte, Herr Löffel. Seid ja vorsichtig mit dem Grill, Papa Wutz. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir Väter wissen doch alles über das Grillen. Tschüss. Vielleicht brauchen wir noch mehr Kohle. Da muss man mal ein bisschen pusten. Schmeiß noch ein paar Grillanzünder drauf. So, jetzt warten wir nur noch auf ein Feuer. Und wie lange müssen wir warten? Och, das könnte lange dauern. Ich warte schon ewig. Wie viele Feuer haben Sie eigentlich schon gelöscht, Frau Mümmel? Keins. Kein einziges. Aber man muss immer bereit sein. Es ist das Feuerfon. Kannst du bitte drangehen, Peppa? Wahrscheinlich ist es wieder dein Papa. Okay. Hallo? Hier Feuerwache? Hallo, Peppa. Oh, Papa, du schon wieder. Du bist sehr ungezogen. Das Feuerfon ist nur für Notfälle. Gibst du mir mal Frau Mümmel, bitte? Sei doch so lieb. Papa will mit Ihnen sprechen. Hallo, Papa Wutz. Dieses Telefon ist reserviert für den Alarm bei... Feuer! Feuer! Oh weh, der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Feuer! Feuer! Die Mütterfeuerwehr rückt aus! Hui! 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 Festhalten! Hui! Hui! Da kommt Frau Mümmels Feuerwehrauto. Hurra! Zur Seite, Papas! Mama Cliff, Kommando Wassermarsch. Ei, ei, Mama Wutz. Das Feuer ist gelöscht. Hurra! Danke für die Rettung, Frau Mümmel. Kein Problem. Das gehört alles zum Service. Zum Service der Mütterfeuerwehr. Und jetzt, wo die Mütterfeuerwehr unseren Garten unter Wasser gesetzt hat, können wir alle zusammen in den Matschepfützen herumspringen. Ja! Ich liebe Feuerwehrautos. Ganz besonders, wenn sie Matschepfützen machen. Teddy Lausbub. Es ist Abholzeit in Peppas Spielgruppe. Papa, Teddy Lausbub kommt uns besuchen. Wer? Teddy Lausbub ist unser Wanderbär. Heute besucht er Peppa zu Hause. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste. Es ist alles in seinem Koffer. Oh, verstehe. Peppa, Papa Wutz und Teddy Lausbub sind zu Hause angekommen. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann, Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wunder dich nicht, der redet nicht so viel. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja, ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du, hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. Spaghetti.
Das sind jetzt genug Bilder, Schorsch. Oh, wo ist denn Teddy Lausbub? Teddy Lausbub ist weg. Papa, du hast Teddy Lausbub verloren. Keine Sorge, Peppa, er taucht schon wieder auf. Hallo, wie war euer Tag? Papa hat Teddy Lausbub verloren. Oh nein. Aber ich weiß schon, wie wir ihn wiederfinden. Aber wie finden wir Teddy Lausbub wieder, Papa? Zuerst drucken wir alle Bilder aus, die wir von ihm gemacht haben. Mama Wutz packt die Einkaufstaschen aus. Wohin geht ihr? Wir kleben Bilder von Teddy Lausbub an die Bäume. Oh. Papa, warte auf mich. Warum kleben wir die Bilder an die Bäume, Papa? Die Leute sehen die Bilder von Teddy Lausbub und wissen, dass er weg ist. Und dann helfen sie uns suchen. Ah, da ist Teddy in meinem Bett. Und da ist Teddy in der Küche. Und hier sind die Bilder von Schorsch, die aus dem Supermarkt. Oh, Teddy Lausbub. Jetzt weiß ich, wo er ist. Oh, hallo. Mama, wir wissen jetzt, wo Teddy Lausbub ist. Ja, er ist in der Einkaufstasche bei den Nudeln und den Tomaten. Peppa zeigt in der Spielgruppe das Fotoalbum von Teddy Lausbub. Ich dachte schon, dass der Teddy Lausbub bei uns kein spannendes Abenteuer erlebt. Aber zum Glück hat mein Papa ihn im Supermarkt verloren. Aber wir haben ihn wiedergefunden. In der Einkaufstasche. Puh. Das war wirklich ein Abenteuer. Und was für eins. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorschi! Linus! Sausia! Sausia! Tschüss, Linus! Ich komme dich dann nachher abholen! Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch! Linus! Ihr macht mein ganzes Haus kaputt! Spielt doch bitte was ohne Titschen! Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sag Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Mama, Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich? Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust, bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja. Aber komm ganz schnell. Was ist denn, Luzi? Ich komme dann... Schnell, Luzi! Später, um dich abzuholen. Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr, es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor.
Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalich aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Pausia. Shh. Bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Puff, doof. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt. Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? Schorsch und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs-Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche? Pfützen! Und wofür sind Matschepfützen da? Um darin herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Peppa Woods. Ein Fisch namens Goldi. Es ist ein schöner sonniger Tag. Papa Woods fährt mit dem Auto zur Arbeit. Zeit fürs Frühstück, Goldi. Mama Woods füttert Goldi den Fisch. Mama, Goldi hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldi frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldi. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse! Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten! Herr Bulle wartet auf den Bus. Muh, einen Fahrschein zum Musikladen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh weh! Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Alors, 4 Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum. Tag für Tag. Supermarkt. Wiedersehen. Musikladen. Wiedersehen. Endstation. Tierärztin. Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Goldi frisst das Futter. Oh, zu Hause hatte sie keinen Hunger. Vielleicht war es Goldi zu Hause zu langweilig. Ich glaube, die spannende Reise hat sie aufgemuntert. Ah. Du hast wirklich einen gesunden und glücklichen Fisch. Sie ist goldig.
Herzlichen Dank, Dr. Hamster. Mama Wutz, Peppa und Schorsch fahren mit dem Bus nach Hause. Herr Bulle fährt auch nach Hause mit seiner reparierten Tuba. Sie ist so gut wie neu. Madame Gazelle und ihre Freunde fahren mit ihren Einkäufen nach Hause. Ich sehe, Goldie ist wieder ein glücklicher Fisch. Ja, die Busfahrt hat sie wieder gesund gemacht. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, Tag für Tag. Hallo, wo wart ihr denn? Wir waren mit Goldie bei der Tierärztin und jetzt geht's ihr besser. Oh je, Goldie hat Husten. Wir sollten mit Goldie morgen nochmal zur Tierärztin. Ich kann euch im Auto hinbringen. Nein, Papa, wir fahren lieber Bus. Das macht Spaß. Okay, wir nehmen den Bus. Hurra! Alle lieben Busfahren, besonders Goldie, der Fisch.